Ja, ganz herzlich willkommen im Kreativatelier Aufblühen, wieder draußen in meiner Blumenwerkstatt. Jetzt geht's los mit Gedanken Richtung Weihnachten und wie man zum Beispiel auch seine Tischdeko machen könnte. Und ich möchte euch eine kleine Idee zum Thema Hyazinthen mitgeben. Und zwar Hyazinthen im Korb. Und was ich mir dazu überlegt habe, das zeige ich euch jetzt. Ja, vielleicht kennt ihr die Geschichte von Frederik der Maus von Leo Leoni. Und zwar finde ich die eine Kindergeschichte ganz bezaubernd, denn die kleine Maus Frederik, die sammelt für den Winter Farben und Wörter, damit die Mäuse da wirklich was Schönes haben und sich im Winter daran freuen können. Und so habe ich es dieses Jahr gemacht. Ich habe Farben und Wörter und Formen hier, wie ihr seht, Motive gesammelt, und zwar in Form von Postkarten. Ich habe Motive genommen, die ich auch bei YouTube zum Teil vorgestellt habe, und ihr seht, was dabei herausgekommen ist. Wunderschöne Postkarten auf Naturpapier, die sind sehr stabil, aufblühen mit Blumen. Und das sind alles Blumenmotive von meiner kleinen Blumenfarm, wie ich das Ganze hier festgehalten habe. Ihr findet das Ganze in meinem Webshop im Link unter dem Video. Als Materialien braucht ihr natürlich eine Hyazinthe. Die meisten gibt es jetzt zu kaufen mit 3 Zwiebeln. Und hier seht ihr, dass sich die eine schon recht schön entwickelt hat und auch schon geöffnet hat. Und auch dieser unvergleichliche Hyazinthenduft hier auch schon den Raum erfüllt. Und ja, das Ganze kauft man ja im Plastikbecher. Ich habe das Ganze jetzt hier in einem kleinen Körbchen einfach hineingesetzt. Es gibt diese Körbchen natürlich auch in Weiß. Und das würde mich mal interessieren, was euch zusagt, mehr zusagt. Schreibt das doch mal in die Kommentare. Ich habe mich jetzt für die dunkle Variante entschieden, weil ich den Kontrast zu der weißen Hyazinthe ganz stimmig finde und ja auch einen kleinen Untergrund brauche für meine Beleuchtung. Und das kommt natürlich, die Beleuchtung kommt vielleicht noch ein bisschen besser auf dem dunklen Hintergrund zur Geltung. Dann habe ich hier Kornelkirschenzweige geschnitten und ihr seht schon, die Knospen sind schon in Startposition. Dann habe ich eine kleine Lichterkette. Ihr seht, dass ich hier mit Blumenband den Mini-Batteriekasten umwickelt habe. Das ist da die Zuleitung, die versteckt ist. Und diese kleinen Batteriekästen sind natürlich unschlagbar bei Blumendeko. 20 Lichter sind das, LED-Lichter. Ja, dann habe ich noch eine Gartenschere und ein bisschen Moos. Und dann geht es auch schon los. Das Problem, was manchmal auftritt mit den Hyazinthenzwiebeln, ist, dass die Stiele im Wachstum sehr lang werden. Und je mehr Blüten sich da entfalten, desto mehr Gewicht bekommt natürlich auch die Blüte, sodass das Ganze manchmal wirklich regelrecht zur Seite kippt, je länger eben hier die Stiele werden. Und von daher habe ich mir jetzt überlegt, wie kann ich das so ein bisschen stützen, und aus der Natur natürlich wieder genommen. Und daher meine Kornelzweige, die stecke ich jetzt einfach hier in meine Erde hinein, sodass, wenn das Ganze wächst, es insgesamt noch einen richtig schönen Halt bekommt. Und ich kann natürlich selber entscheiden, in welche Höhe ich gehen möchte. Ich kann auch unterschiedliche Höhen nehmen. Hier, den mache ich ein bisschen kürzer und schneide dann auch im unteren Bereich die Knospen ab, damit ich eben hier eine schöne gerade Steckhilfe habe. Und so stecke ich das Ganze jetzt einfach tief hinein in die Erde. Dann gefällt mir das nicht wirklich gut, dass man hier die Erde sehen kann. Dafür nehme ich jetzt einfach mein Moos und gehe jetzt einfach so ein bisschen um die Zwiebeln herum und immer so, dass das Grüne des Mooses nach außen guckt. Ich drehe mir das Ganze dann auch so gleich ein bisschen zurecht. Die Erde kommt natürlich nach unten. Und in dem Zuge bringe ich auch meine kleine Batterie, meinen Batteriekasten hinein, und den setze ich jetzt mir schön hier an die Seite, wo ich jederzeit rankomme, und packe auch einfach da ein bisschen Moos drüber. Meine Kornelkirschenzweige habe ich jetzt platziert und jetzt fehlt eigentlich auch nur noch meine Lichterkette, und da möchte ich praktisch nur mein Körbchen ein bisschen beleuchten und gar nicht so sehr mein natürliches Arrangement darüber. Und da gehe ich jetzt einfach
ein bisschen hier um meinen kleinen Korb herum. Ja, und am Schluss gucke ich einfach, dass ich meine letzte Leuchte irgendwo noch zwischenklemmen kann. Da gucke ich jetzt einfach mal, wo das möglich ist. Das ist hier möglich. Und schon hat das Ganze einen Abschluss und mein kleines winterliches und auch schon mit Hoffnung auf den Frühling Arrangement ist fertig. Ja, manchmal braucht es gar nicht viel, um etwas Schönes zu kreieren. Und ich hoffe, dass ihr wieder eine nette Idee heute mitnehmen könnt für eure Tischdeko oder einfach um euch ein bisschen Farbe und Hoffnung in eure Wohnung zu holen. Dann erstmal einen wirklich schönen vierten Advent und ganz herzliche Grüße.